last breath of summer. Mein Liebling, mein Hase, mein Lieblingsmensch. Heute ist einer der emotionalsten Tage in meinem Leben. Seit fast 6 Jahren teilen wir unser Leben, unsere Erlebnisse, die Abenteuer und unsere Gedanken. Als wir in unsere gemeinsame Zeit gestartet sind, hätte sich das von uns keiner erträumen lassen. Dabei war es von der ersten Sekunde an immer besonders. Dein Lächeln, was mir vom ersten Tag, als ich es sah, nicht mehr aus dem Kopf ging. Unser Kennenlernen, bei dem jeder Schritt so selbstverständlich, so innig, so besonders, so wie er war. Von Beginn an sind wir schon mit den Gedanken immer bei dem jeweils anderen gewesen. Jeder Moment gab und gibt uns das Gefühl, dass die Zeit stehen bleibt, wenn wir uns haben. Nie habe ich mich wohler gefühlt als in deiner Nähe. Du beruhigst mich und machst mich glücklich. Du bewirkst, dass ich nichts in meinem Leben bereue, weil mich alles letztendlich zu dir geführt hat und mich zu dem Menschen gemacht hat, in den du dich verliebt hast. Allein das gibt mir genügend Selbstvertrauen und Zuversicht, jede Herausforderung im Leben mich zu stellen. Du bereicherst mein Leben und ich bin unendlich dankbar dafür. Gestern wie heute zaubert mir der Gedanke an dich ein Lächeln ins Gesicht. Ein Lächeln, das zeigt, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen, dich zu lieben, dich bei mir zu wissen und allen zu zeigen, wie glücklich ich bin. Svenny, wie Opa zu sagen pflegte. Ich verspreche dir meine bedingungslose Liebe, ein Leben lang dich immer zu achten und zu respektieren, immer mein Bestes zu geben, dich zu beschützen, wenn du Angst hast, dich trösten, wenn du weinst und immer für dich da zu sein. Ich liebe dich. Yes, I'm right. I'm your silent person. Too strong, yeah. I'm always worried to stay too long, but what's on your mind? Ich habe mir in den letzten Tagen sehr viele Gedanken gemacht, was ich sagen möchte. Ich habe sehr stark darüber nachgedacht, was es doch für ein Zufall und auch für ein Glück war, der unser Kennenlernen bestimmt hat. Wie viele Entscheidungen muss man treffen, um dann letztlich die Liebe seines Lebens zu treffen? Ich bin dir sehr dankbar für alle Entscheidungen, die du vor Dezember 2015 getroffen hast. Diese Entscheidungen haben dich nämlich zu mir geführt. Du bringst in mein Leben Leichtigkeit, Ausgeglichenheit, Liebe, Humor und auch Neckigkeit. Ich habe in dir nicht nur meine Person fürs Leben gefunden, sondern auch meinen besten Freund. I'm thinking maybe I'll take you out. So we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just... Egal was ist, wir haben uns. Was uns schon oft geholfen hat bei traurigen Momenten der letzten Jahre. Du bist so geduldig mit mir, so aufmerksam, so bedacht, so herzlich, so großzügig und so hilfsbereit. Ich liebe all diese Eigenschaften an dir. Genauso wie deine Tollpatschigkeit und dass du vieles besser weißt. Ich verspreche dir in unserer Ehe, dich immer zu respektieren, dir immer zu vertrauen
dir immer beizustehen, auch wenn wir mal schwere Zeiten haben. Ich verspreche dir immer, um diese Beziehung und diese Ehe zu kämpfen, nicht aufzugeben und in schwierigen Zeiten immer wieder an das Glück und den großen Zufall zu denken, der uns durch unsere Entscheidungen zueinander geführt hat. Ich verspreche dir, mich immer wieder für dich zu entscheiden. Ich liebe dich. Und fröhliche, coole Sau. Uns war also schnell klar, es muss irgendwas sein, was absolut individuell ist und absolut Kreativität, also absolut kreativ ist, irgendwas Selbstgemachtes. Wir haben gedacht, was schenkt man den beiden, um zu zeigen, was verbindet sie, wo haben sie sich kennengelernt. Die ganzen Getränke, die in dem Video vorgekommen sind, haben eine bestimmte Bedeutung gehabt und die müsst ihr natürlich auch irgendwo unterbringen. Deswegen, Nils, bekommt ihr eine nigelnagelneue Bar.